Recht herzlich willkommen zur 157. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, hier oben steht unbenanntes Raumfahrzeug. Also, da wisst ihr schon mal, ich habe es eingedeutscht. Habe es gemacht. Ja, ich will hoffen, dass alles andere noch einstellungsmäßig passt. Ich hatte mit Dralo kurz im Discord gesprochen. Der hatte mir noch gesagt, mit ein paar Einstellungen, dass ich da letztens mit dem Kerbeln, der da außerhalb war, Kerbel, der da außerhalb war, dann halt mit dem Jetpack, dass die Ausrichtungsprobleme hatte, die Einstellungen habe ich nachgeguckt, die passten. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ach ja, da ging es noch ums DLC, gibt es auf Steam zum Laden, das Spiel dann doch um eine größere Ecke erweitert, ja, muss ich mal gucken, ich habe es nicht über Steam bezogen, ich habe es direkt von den Entwicklern gekauft gehabt damals und ja, muss ich mal schauen, dass ich da dann Steam Key kriege und dann das vielleicht auch noch nachinstalliert, wird aber ein paar Tage dauern, denke ich. Ja, und dann gucken wir mal rein, was wir jetzt machen wollten. Wir wollen nach Duna. Das war unser Ziel. KSPedia wollte ich nicht. Ich wollte hier hin, da. Und ja, das sind unsere Missionen, die wir jetzt hier haben. Habe ich mir ja natürlich jetzt gar nicht genau angeguckt, fällt mir gerade so ein. Das war die Orbitalstation um Minmus und die andere ist hier Duna zweimal. Müssen wir mal runterscrollen. Achso, und das ist das Flüssigkeitstriebwerk noch. Baue einen neuen Probe. Ah, einen Satelliten ohne Crew mit. Heißt an Antenna. Das ist eine tolle Eindeutschung, alles klar. Das hört sich gut an, ne? And can generate power. Okay, das wird dann schwierig, dass wir das hinkriegen. Stehen, erreiche die festgelegte Umlaufbahn um Duna mit Abweichung marginal. Okay. Thermometer auf Satellit. Halte 10 Sekunden lang die Stabilität. Okay. Passt dann. Ja, jetzt gucken wir uns die zweite Mission an und siehe da, da ist unten ein bisschen drin Mystery Goo. Also die zwei Missionen sind schon unterschiedlich. Das sieht man da. Eine braucht Mystery Goo zusätzlich. Das war auch der mit 3 Sterne, glaube ich, war. Und der andere hatte ja nur 2 Sterne, ne? Als Schwierigkeitsgrad. Gut, dann würde das jetzt bedeuten, dass wir da jemanden hinschicken müssen. Ja, dann fangen wir mal an, was zu basteln, ne? Was nehmen wir? Das ist erstmal das nicht. Wir wollen nicht bemannt dahin fliegen, denke ich. Also fällt das alles flach. Was ist das denn? Ein Okto? Landebüchse. Okay, sehr schöne Übersetzung, ne? Landebüchsen. Kuppelmodul. Kommandokapsel. Okay. Also das oder das. Aber wir nehmen den Okto, denke ich mal. Wo ist er? Da ist er. Gut. Ja, wir wollen ja da nur hin, ne? Das ist erstmal die erste Geschichte. Warum bewegt er sich nicht mehr? Kann ich nicht? Hä? Ah, doppelt klicken, dann passt schon. Ja, was bauen wir? Erstmal brauchen wir. Ach so, der Satellit wäre jetzt nicht die ideale Geschichte, aber wir können dann hier dran erstmal. Ja, wir müssen nicht zurück im Endeffekt, ne? Wir fliegen ja nur hin. Das bedeutet. Ah, warte mal, wir haben jetzt noch nicht, wir müssen nochmal ins, den schmeißen wir nochmal weg, wir gehen nochmal ins Forschungszentrum zurück, fällt mir gerade ein, weil die Forschung haben wir nicht angestoßen.
Also angestoßen ist gut, ne? Wir haben keine Forschung gemacht und ich denke, das möchte ich noch haben für den Satelliten. Da, okay, da ist noch ein zusätzlicher Tank, der mit der 142 dabei ist. Den hatte mir der Dralo auch erklärt. Und haben wir schon den Triebwerk für den Satelliten? Ah ja, der ist schon hier, alles klar. Dann sollten wir das noch dazu nehmen, weil hier haben wir noch diesen schönen kleinen Treibstofftank. Den möchten wir eigentlich haben, ne? Oder? Was waren die anderen Sachen? Okay, hier haben wir noch ein paar Teile, die Kappler. So, das war noch ein Triebwerk für den Flieger, ne? Komm, wir nehmen das. Dann sind wir die Punkte schon mal los, haben noch 75 und das kostet hier 90, also das ist es nicht. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal rein und können dann auch einen kleinen bauen. So, da ist er. Zum Steuern, ne? Wie ist denn das so übersetzt hier? Ja, lass den mal da erstmal. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da Tanks erstmal dran erkriegen. Ja, das sind ja jetzt hier so Sachen. Ja, wir müssen gucken, dass wir. Was ist das für einer? Achso, der ist so leicht abgeschrägt. Kann man hier so schlecht sehen, leider. Der Bug ist da immer noch drin. Ja, da müssten wir erst ein aerodynamisches Teil draufsetzen. Ach so, okay. Nee, das ist es dann auch nicht. Das ist eine aerodynamische Bugnase. Die würde so aussehen, aber dann würden wir wieder keinen Anschluss haben. Das ist also auch wieder schlecht. Das ist der Rundeinlass. Wie sieht das mit dem aus? Ist der besser? Konnte man das nicht irgendwie so umsetzen, dass der drin ist? Ja, kann man, ne? Da gibt es auch so ein Bauteil für Nutzlast. Wartungsbucht. Sieht denn das aus? Oh, das ist doch passend dann, ne, oder? Ah ne, das funktioniert nicht. Okay. Öffnen. Kann ich den jetzt? Ne, den kann ich nicht abmachen. Kann ich den jetzt abmachen, wenn er offen ist? Ja, kann ich den dann nicht da reinbauen. Das ist ja jetzt auch doof, ne? Aber. Doch, so ist es ja doch drin, ne? Gut. Ah, jetzt habe ich die Nase angepackt. Das wollten wir aber nicht. So, jetzt zoomen wir gerade noch rein. Dann könnten wir jetzt auf jeden Fall Batterien da noch dran bauen. Batterien da. Oh, die ist viel zu groß. Ist die kleiner? Geht die da rein? Ja, die geht da rein. Machen wir den hier an. Das 8 oder 6er? Glaube, es sind 8. Dann macht die Tür wieder zu. Alles ist gut, oder? So, das ist schon mal der erste Teil. Fliegt da oben hin und macht keinen Sinn. Nein, schon macht das Sinn. So, dann Tank. Ist das der passende? Nein, der ist zu klein. Der würde passen. Und dazu brauchen wir jetzt noch ein Triebwerk. Terrier passt. So, jetzt die Frage, ob wir mit dem da schon hinkommen würden, ne? Glaube nicht. Das ist ein bisschen wenig, glaube. Wie ist denn mit dem Tank? Gibt es da noch was Größeres? Ist der das? Nein, der ist zu groß. Ist der das? Ja, der ist das. Der weg, der dran.
So. Jetzt habe ich überhaupt keine Vorstellung. Ich habe irgendwas von 6540 aus dem Orbit bis nach Duna, meine ich. Ist das, ne? Ob das aber richtig ist, weiß ich jetzt nicht. Das würde bedeuten... Ist das zu groß? Gute Frage, ne? Wie können wir denn hier... So, geht das? Der würde gehen. Das macht doch schon mal so einen guten Eindruck, dass das laufen könnte, oder? Jetzt wieder eine Nicht-Triebwerke-Tanks. Der war das, ne? Das wäre auch schon mal was. Und ich glaube, mit einem ist es da nicht getan. Zweimal da dran, ne? Ja, dann ein Triebwerk dabei. So, jetzt haben wir schon mal hier 3-2. Das reicht nicht. Das müssen wir jetzt sowieso hier noch plus machen. Und zwar müssen die da runter, ne? Genau. Jetzt müssen wir doch mal raus wieder zoomen. Ja. Ach, wir haben... Da das schön zusammengebaut, aber kein Decoupler dazwischen gemacht, ne? Kann das sein? Wir haben nur einen Adapter gehabt, deswegen ging das so schlecht, ne? Entkoppler. Ist das der? Ne, der ist so groß. Das ist der. So, jetzt haben wir den Entkoppler. Dann passt das hier auch. Der muss aber da rein. So, die beiden gehen los, dann ist alles gut. Jetzt sehen wir auch schon, dass das hier so ist. Atmosphäre brauchen wir hier nicht. Delta B, aber dahin muss mehr sein, glaube ich. Und da auch mehr sein. Das bedeutet, das ist nicht groß genug. Das nochmal wegnehmen, ne? 4725, das reicht nicht, das muss ja mehr sein. Machen wir so. Und ne, der nicht. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht, dann ist es der. So, jetzt nochmal. Reicht auch nicht. Ist das dann vielleicht... Zweistufig, ich glaube, wir brauchen dann dreistufig. Dann würde ich sagen, da nochmal auseinander, den weg, den dran, den weg, da wäre allerdings noch dran, ne, oder? Wo ist jetzt die Decoupler da? Ja, der ist da, passt noch. So, das ist die Endstufe für die Satelliten dann da wegbringen. Und da muss noch ein Triebwerk mehr hin. Und zwar... Ja, was kommt da hin? Das ist die Frage. Reicht das schon? Ich glaube nicht. Mach da mal zwei hin. Aber dann wird das so eine lange Bananenstange, ne? Okay. Nee. Ach, dreifach reicht bestimmt auch, ne? Ich glaube, so ist richtig. Terrier.
Nochmal hier rein. Was war das jetzt? Irgendwie was Falsches auf jeden Fall. Die ist das Richtige, ne? Aber da haben wir wieder kein Ding inzwischen. Keine Trennstufe. So. Fürchterlich langes Ding ist das. Ob das was wird? Jetzt müssen wir da erstmal nochmal ranzoomen. Öffne die Türen dann mal gerade. Gucken wir mal nochmal runter. Ne, das war hoch runter. Wie kann ich denn nochmal kippen? Also, wir sind schon so weit wie möglich gekippt, alles klar. Da brauchen wir noch mal konstruktionstechnisch dieses Ding, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, ob das hält, aber ich will es hoppen und in der Mitte machen wir noch so rein. Ich hoffe, der hat das überall gemacht. Ja, hat er wohl. Und sieht auch ganz gut aus. Damit das hält, ne? So. Soweit, so gut. Jetzt haben wir hier natürlich noch was falsch zusammengebaut. Gehen wir nochmal raus. Das ist okay. So, das ist das richtige Triebwerk. Aber die falschen Dinger. Der muss da rein. Das passt und das ist da unten. So, da müssen jetzt noch ein paar Booster dran, denke ich. Lass mal gerade hier nochmal checken. Zwei, sieben. Drei, sechs. Das wäre ja nicht genug, ne? Das ist nicht genug. Warte mal. Stelle ich mir gerade die Frage. Machen wir mal den Runner. Bin ich hier überhaupt mit dem richtigen Triebwerk unterwegs? Dann doch. Das muss so sein. Aber hier oben ist noch verkehrt. Das hier. Muss mehr Sprit sein. Muss das das sein? Stufe wieder anders. So, ne? Das müsste jetzt reichen. Wollen wir hoffen, wissen tun wir das auch nicht, ne? Aber die ist viel zu hoch. Oder? Jetzt ist es schon mal so weit. Naja, da oben ist noch die Satelliten auch noch dran, ne? Die werden ja auch noch wieder Gewicht haben, obwohl so schwer sind die nicht. Okay. Booster noch dabei machen. Dafür brauchen wir hier die Teile. So müsste es sein. So passt das, denke ich. Und dann die da dran. Boah, die sind ja lang. Aber wer lang hat, ne? Ja, gute Frage, ne? Ich glaube, die hängen jetzt nicht richtig dran, oder? Da sind aber Oschis, oder? Ich glaube, die brauchen wir dann doch nicht.
Wo ist denn die normale Größe? Gab's die auch nochmal? Die sind's, ne? Ja, das waren die, die ich immer hatte, oder? Ist die Frage. Ich glaube, die sitzen drinnen richtig. Das ist auch von der Höhe okay. Kann man so lassen. Nose Cone hätte ich gerne noch jetzt. Oder das war bei Luftleitblechen. Passt. Jetzt müssen wir die noch zusammenschieben. Die ist klar. Der muss da unten mit rein. Die starten zusammen, das passt. Dann den absprengen, genau, so ist das richtig. Und dann... Das ist erstmal für oben noch genug, aber hier unten reicht es dann noch nicht, oder? Sehe ich das falsch? Zweitausendzweihundert ungefähr. Und wir brauchen, glaube ich, 3-4, oder? Ja, 3-4 brauchen wir. 3-4. Gut, aber das müssen wir uns dann nochmal genau überlegen, wie wir das machen. Und das machen wir, denke ich mal, erst in der nächsten Folge. Der Dralo und der Mordrak, die werden mir bestimmt dann noch sagen, boah, das geht ja gar nicht, was du da gebaut hast. Aber die ist viel zu hoch, ne? Viel zu lang, denke ich, oder? Ja, gut. Ich sag mal so, wir speichern die erstmal ab. Nennen wir mal Duna. Duna No Return. So nennen wir sie mal. Weil wir es jetzt auch, na, machen wir dann doch auf Deutsch, weil wir haben jetzt auch deutsche Sprache, ne? Ohne Wiederkehr. So nennen wir sie. Speichern das ab. Und dann, denke ich, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.